willkommen zu einem neuen Part von Kirby's Amazing Mirror. Und ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, wo wir jetzt lang müssen. Und mir fällt auf, dass. Moment. Ja. Dass hier unten noch. Ein bisschen was fehlt. Beziehungsweise, dass uns noch Spiegelfragmente aus anderen Bossen fehlen. Zum Beispiel Boss Nummer 2 und Boss Nummer 4. Und diese fehlenden Bosse werde ich jetzt mal aufsuchen. Dazu gehe ich erstmal nach unten. Beziehungsweise, ach nee, warte mal, ich mache erstmal hier drüben den eigentlichen Boss aus Welt Nummer 1 fertig. Komm. Der ist nämlich da unten. Und dort gehen wir jetzt mal hin. Weil ich habe mich schon gewundert, hä? Wieso gehen die Spiegelfragmente jetzt nicht der Reihenfolge nach zusammen? Und dann fiel mir auch, aha, da habe ich doch noch was vergessen. Weil ich habe nämlich Karten im Internet gelesen. Ja, und die springen mir in jeden Mist rein, toll. Ich habe ja Karten im Internet gelesen und da ist es mir halt so aufgefallen, denn. Und dann würde ich mal sagen, suchen wir mal das, was uns jetzt noch fehlt. Also an Bossen. So. Jetzt war nicht hier lang. Es wäre übrigens toll, wenn dieser Boss mal einfacher wäre als die anderen. Vor allem, wenn es jetzt wirklich der erste Boss ist, dann muss er ja quasi einfacher sein als die anderen. So, genau, jetzt muss ich nämlich hier nach unten. Ah, ich will Schwert. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich denke mal, es wäre. Oh Mann. Ich denke mal, es wäre ganz ratsam mit den Bomben. Mit den Bomben unten anzukommen bei dem Boss. Wäre mir persönlich lieber. Ach Mensch. Ja. So viel zu den Bomben. Toll. Gucken wir mal Hilfe. Oh, der hat ein Leben fallen lassen. Jetzt kommen wir wenigstens durch die Tür noch. Wenn ich schon kein Power-Up habe, dann wenigstens durch die Tür. Ja, ich muss darüber irgendwie. Na toll, es hat ja nicht geklappt. Na, ich brauche irgendwie Stein, wenn es möglich wäre, aber. Ja, ich denke mal schon, dass ich Stein da unten brauche, um diese. Mensch! Steinmauer zu zerschlagen. Oh, sie ist offen. Cool, dann kann ich jetzt dadurch. Nein, oh Mensch. Ich sollte vielleicht ein bisschen besser aufpassen, wo ich hinlaufe. So, was ist.
Ich wollte gerade sagen, was ist hier unten, aber ich werde mal wieder getroffen. Toll. Ja, toll. Fall doch direkt auf mich drauf. Komm, roll einfach runter. Komm, wir rollen einfach mal eine Runde. So, jetzt kann uns nichts passieren. Oh, warte, warte, warte. Da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Hin, 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 hin. Oh, ich glaube, das ist richtig. Mann, 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 Mann. So, ja, das will ich. Das wollte ich jetzt nicht. Ich will es wenigstens bis zum Boss schaffen. Kommt schon. Gut, hier ist der Zielraum, aber von Boss irgendwie noch keine Spur. Bin ich auch richtig? Jeden Fall war ich hier unten noch nicht. Okay, das war auf jeden Fall hier unten gewesen. Ein Bonusraum. Naja, okay, haben wir zumindest das noch rausgefunden. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Und dann gehe ich mal in die Kaverne nach unten. So, ich nehme mal das Item. Wo bin ich jetzt? Ja gut, Gebiet Nummer 3, da wollte ich nämlich hin. Weil von da aus müssten wir, glaube ich, auch in ein neues Gebiet gelangen, wenn ich die Karte richtig gelesen habe. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Ob wir da was finden. Gut, was haben wir hier? Ah, jetzt sind wir in der Kaverne drin. Und ich habe nur Leben. Ist das nicht klasse? Nee, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht, laut der Karte. Nein, Fischis, haut ab. Ab, Fischis. Oh, wie viele kommen denn hier? Von den Dingern. Jedenfalls zu viele.
Eine Tür. Wo führst du uns hin? Ja, und ich sehe schon, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. Laut der Karte. Gut, das sind alles jetzt hier fremde Räume, die wir noch nicht gewesen sind. Ist schon mal gut. Ich weiß, wiederhole mich jetzt, aber ist auch egal. So, mal sehen, wo das alles hinführt. Und ich habe mein Leben verballert. Na toll. So, komm zurück dahin. Ich will wissen, was da ist. Vielleicht sogar ein neues Gebiet vorstoßen. Wer weiß. Nein, oh, das war der falsche Knopf. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Die eine Seite ist nämlich zurück zum Startpunkt. Die andere ist dann ja, die Kirby-Freunde rufen. Muss ich mir erst noch die Reihenfolge richtig behalten. Ah, und warum werde ich von dem Scheiß getroffen? Ist ja furchtbar. Nein, ah. Okay, gut, Ben Rocky, du suchst nur ein Gebiet. Du suchst nur ein Gebiet. Weiter nicht. Ah, ich bin zu weit. Hatte mich gerade schon gewundert. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich muss ja nach unten. In die Cavern. Ja, komm schon. Oder so geht's auch ganz einfach. Mann. Gut, mal da rein. Haut ab. Ab. Ah, oh, die Fische sind echt nervig. Ah, Fische als Gegner. Nervig, nervig, nervig. So, immer schön unten lang. Juhu, ein Switch. Wohin mag uns führen? Dahin, wo wir wollten.
Gut, das ist, was ich wollte. Ich wollte in ein neues Gebiet vorstoßen. Und jetzt haben wir ein neues Gebiet. Geilo. Nein, ich möchte mein Schwert gern behalten. Toll, jetzt hast du mein Schwert genommen. Alles hier? Ah, Energie, danke. Gut, was wir erreichen wollten, haben wir schon erreicht, nämlich ein neues Gebiet. Mann. Oh, Fische. So, weg mit dir. Nee, der Schirm ist mir echt zu nervig hier. Also irgendwie klingt der Name komisch. Schluckwatt. Nein! Oh. Pieksi hat mich gepiekst. Aua. Da komme ich nicht ran, scheinbar nur als Mini-Kirby. Mich eigentlich. Oh, danach ganz unten muss ich hin. Na, es ist ja noch ein schönes Stückchen bis nach unten. Na toll. Ist ja auch toll. Nein, oh. So, komm, gerne mit. Ja, ich kann übers Wasser rasen. Gut, merken wir uns. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Werde ich später nochmal aufsuchen. Was habe ich denn gerade umgefahren? Nein, mein Power-Up, meine Energie. Oh nein, ich kann scheinbar nicht zurück. Also jetzt von hier aus. Na gut. Wir haben ein Portal geöffnet. Das heißt, wir können da jetzt hin zurück. Über eine Tür. Gut, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir dann weiter durch diese schöne blaue Galaxie. Also bis zum nächsten Mal, Leute, und danke fürs Zuschauen, euer Wacky Line. Tschüss!